Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, Tag 100, cool, ne? Genau, schöne Zeit. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken. 4500 Abonnenten sind das heute geworden. Freut mich sehr. Danke an alle. Aber wir machen mal hier weiter. Hier das die Passwort-Tier von meinem Tutorial. Genau. Ja, ich wollte eigentlich umbauen, aber ich dachte mir, ja, das machen wir ein bisschen gemeinsam hier umbauen. Ich habe nicht Lust, da offline umzubauen. Hier hinten habe ich weitergebaut, also hier ein größerer Raum, hier so mit Covers abgedeckt, damit man hier so ein bisschen, ja, einfach ein anderes Dach hat, so ein bisschen, oh, wie soll man das sagen? Keine Ahnung. So, ja, Solarzellen haben wir drei. Was habe ich noch gemacht? Ja, hier einfach nur das dazu gebaut. Mehr habe ich eigentlich, glaube ich, nicht gemacht in der Zwischenzeit. Und halt Erze durchgelassen. Und dann Pulverisierer und so weiter. Ja, wir bauen dann mal ab. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe noch drei solche Electric Engine gecraftet. Die habe ich hier stehen lassen und habe mir drei neue gecraftet hier. Können wir eigentlich die abreißen hier? Die kann man auch so abreißen, ja. Gleich mal weg hier, das brauchen wir alles nicht. Ja doch, brauchen wir für Messwerk momentan noch, damit der läuft. Hier können wir auf 1 gehen, das hasse ich immer, wenn das so hoch ist. So, passt schon besser. Das werden wir hier, dabei wir arbeiten, weiterlaufen. Wir werden das sowieso alles umbauen. Auch hier wird alles nochmal neu umgebaut. Das gefällt mir alles nicht mehr. So, hier mal die Energie weg. Die bauen wir gleich mal hier hin. Ja, wie bauen wir das am besten? Die Leitung müssen hier hoch. Brauchen wir aber noch eine Pipe nach unten. Haben wir noch, ja. Machen wir. Achso, nee, da brauchen wir noch drei. Okay, das ist blöd. So, so ist blöd, so ist blöd. Weil dann läuft der Strom die ganze Zeit im Kreis. Nee, das müssen wir anders machen. Müssen wir einfach die Engines höher setzen. Oh, Sascha B ist gestorben. Oh. Kein Beileid. Ja, dann machen wir es so. Und setzen die einfach eins höher. Ist am besten. Genau, ich habe so eine Magma-Crusade bekommen von, ich glaube, Doppel zockt LS13 oder so wie der heißt. Der ist nicht mal im Server, der ist schon unten. Ist ja mal nette Grüße an die Zuschauer. Was nehmen wir hier unten? Ich würde mal sagen, wir nehmen Marble, ne? Wo wir dann die draufstellen. Schaut etwas edler aus. Dann haben wir ja eigentlich irgendwo mal Redbauer. Hier genau dieses Red Alloy gemacht. Das habe ich ja gemacht aus Redstone und Eisen oder Kupfer, je nachdem, wie man will. Da nehmen wir mal 6 Stück davon. Genau, übrigens, man kann da mit dem Mausrad, wenn man ein Item gibt, mit dem Mausrad dreht, kann man das Item hin und her bewegen. Also, weil heute auch schon jemand gefragt hat, wie ich das mache. Ganz normal mit dem Mausrad draufgehen und drehen, dann kann man es einfach von einem Metall ins andere bewegen. Dann macht man das hier so rein und bekommt hier so 12 Red Alloy Wire raus. In unserem Fall 24. Das ist nichts anderes als wie ein verbessertes Redstone, das man auch auf Wände legen kann. Ziemlich genial, gefällt mir sehr. Man kann es auch auf die Decke platzieren, wenn man will. Das ist halt der Vorteil von denen. Das bringt Redbau mit sich. Ja, hier kommen wir nicht mehr nach unten, da müssen wir hier runter. Dann machen wir hier mal schön Marble hin. Dann die drei Freunde. Okay, jetzt haben wir vier hier. Wir brauchen noch, ich glaube, drei müssten reichen. Ich weiß es jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Oh, passen nicht alle. Ob drei reichen, sonst können wir noch ein vierte hinstellen hier hinten. Aber ich denke mal, 2, 4, 6 Megajoule reicht für einen Pulverisierer und für ein Dings genau aus, ja. Jetzt hatten wir eine weitere Maschine, also vielleicht machen wir diesen Magma Cruiser, bauen wir vielleicht auch noch auf. Dann bauen wir einfach die vierte Engine auf. Brauchen wir aber da nicht. Gut, so.
Genau, hier wollte ich dann eben das Wire drauflegen, aber hier ist auch blöd, ne? Die brauchen ja Strom auch, oder wir legen den Strom hinten. Das ist so eine Sache. Meine Schaufel, ja, Hammer. Dann legen wir mal den Strom da hinten vorbei. So, noch dreimal Marvel. Habe ich Kabel da? Ja, habe ich. Den Strom hier. Dann hier. Und dann würde ich den fast sagen, den legen wir nach unten weiter. Oder sollen wir das versetzen wir nach weiter unten? Zwar so hin. Ja, oder nach unten. Nee, so passt das schon. Und von hier nach unten. So. Dann ist der Energiefluss schön aufgeteilt. Einmal hier hinten die Maschine und einmal hier oben die Maschinen. Hier vorne bauen wir vielleicht noch ein. Noch zwei andere elektrische Maschinen ran. Vielleicht einen Ofen und ein Maserator noch. Mal schauen, eigentlich bräuchten wir es nicht, aber vielleicht. Hier in der Ecke dachte ich mir eine Charging Band. Und jetzt müssen wir irgendwie an Stromanschluss kommen, ne? Könnten wir eigentlich das ein LV hier so rüberfahren? Da haben wir aber zu wenig Kabel momentan. Mal schauen, ob wir da noch was drin haben. Oh, hier haben wir noch ein paar, das geht ja aus. Also der Stromanschluss ist jetzt noch provisorisch, weil ich ja auch die Solarzellen dann hier nochmal wegmachen. Okay, eins höher. Ist einfach nur mal, dass die Geräte dann Strom bekommen hier. Genau. Was ist das? Ah, die Energie wahrscheinlich. Und hier sagen wir, irgendwo müssen wir mal rauf. Ich will, dass wir einen Schalter hier oben irgendwo haben. Am besten, wir machen mal einen Schalter irgendwo hier hin. Zum Beispiel einen Schalter hier. Hier kommt eine Maschine, dann möchte ich hier einschalten, hier oben. Das heißt, wir machen einfach mal hier einen Block hin und hier einen Schalter drauf. Und fahren mit der Leitung nach unten. Und zwar folgendermaßen, indem wir hier oben eins platzieren und hier nach unten fahren. So, bei denen ist da auch der Vorteil, eben wie gesagt, man kann ihn runterlegen, so verkehrt drauflegen auf der Wand. Und ich glaube, von der Länge her gibt es da noch keine Begrenzung. Das heißt, man braucht nicht so wie bei normalen Redstone, sondern ich glaube, alle 15 Blöcke oder so ein Repeater. Nein, das kann man eigentlich, so viel ich weiß, so lang wie man will, legen. Kann sein, dass auch eine Begrenzung drin ist, aber die weiß ich momentan leider nicht. So, wir haben hier Stein. Dann nehmen wir hier dreimal Stein. Covers. Die macht man einfach mit der Säge einfach zerschneiden, solange bis die dünnsten rauskommen. Und die kann man dann hier so platzieren. Das klappt aber leider nur bei Redbauer, also bei den hier klappt es nicht. Da gibt es dafür eigene. Und beim Stromkabel leider auch nicht. Das klappt nur bei Redbauer Sachen. Und dann sieht es aus wie ein Block, aber im Hintergrund haben wir ein Kabel. Wenn wir hier dann anschalten, seht ihr da, die gehen alle an. Die speichern jetzt hier 2 Megajoule und die speichern jetzt Energie. In diesem Fall nicht, weil sie sie ja abgeben. Hier sieht man, hier wird schon einiges an Energie gespeichert in der Pipe. Die kann natürlich dann auch explodieren, wenn zu viel Energie drin ist. Dann bauen wir mal die Maschinen ab. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man die so abbauen? Scheint nicht so, ne? Mit der Wrench. Da muss man sie anscheinend so abbauen. Ich hoffe, dass die nicht kaputt gehen. Einfach mal riskieren. Ja. Puh, Glück gehabt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man die abbaut. Ich glaube, da gibt es ein eigenes Tool, mit dem man die abbauen kann. Aber fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. So. Der hat keine Scrap mehr. Müssen wir jetzt hier. Soll er halt so weiter arbeiten, ist mir egal. So, Power Furnace und der Pulverisierer. Wie machen wir das? Pulverisierer hier, Power Furnace hier. Ich denke mal, das hört sich gut an. Pulverisierer. Zack. Machen wir es in den Power Furnace. Das heißt, hier ist rot. Was haben wir hier für einen Ausgang? Blau, okay. Wir machen mal, den tun wir gleich mal konfigurieren. Kann man das? Ah, okay, so, lass mal es mal.
Den kann man hier drin konfigurieren. Wir sagen, auf der rechten Seite soll rot sein, das passt. Oben machen wir mal blau. Auf dieser Seite machen wir gar nichts, weil da kommt ja die Ladestation, da soll er gar nichts machen. Unten brauchen wir auch nichts und auf der Rückseite brauchen wir auch nichts. Das heißt, wir haben nur Rot-Dings. Ah doch, dieses brauchen wir noch. Wo fahren wir damit raus? Nach draußen geht nicht, nach unten geht nicht. Das ist natürlich jetzt kack, ey. Nach oben. Da schmeißt das eigentlich den Hopper wieder rein. Da Hopper wieder rein. Nee, das ist blöd. Das heißt, wir müssten das nach hinten verlegen. Ist aber auf einer Seite blöd, weil dann brauchen wir hinten noch eine zweite Wand, ne? Oder wir machen das dann schön mit Covers später. Das machen wir, ja. So, dann leiten wir das nach hinten raus. Das wäre dann in unserem Fall hier. Ich glaube, das ist hinten, ja. Da machen wir natürlich zum Beispiel gelb, okay. Das heißt, blau oben. Das heißt, oben ist der Input. Rot ist rechts und gelb ist nach hinten. Stimmt, gut. Und bei denen jetzt, beim Bauer Furnace. Zack. Sagen wir folgendermaßen. Links ist blau, der Input, das passt. Weil von da bekommen wir wieder die Items. Von oben soll auch blau sein, damit wir oben auch Items reintun. Unten soll gar nichts sein. Hinten brauchen wir auch nichts und auf der rechten Seite geht es dann weiter. Vorerst mal, sonst müssen wir auch hinten rausfahren mit den Items. Ich denke mal, wenn wir hier noch weitere Maschinen bauen, werden wir eher nach hinten rausfahren, ne? Das machen wir lieber mal nach hinten. Das heißt, hier sagen wir auch gar nichts und hinten kommt Orange. So, können wir das vielleicht auch gelb machen, damit das zusammenpasst? Hier ist es gelb. Okay, das sind verschiedene Farben. Gut. Dann soll es so sein. Wir müssen nur aufpassen, dass hier kein Creeper oder sowas herkommt. Mal hier mal so Professor Sticht. Gut, das passt so. Hier habe ich Hopper drauf, damit das dann später einfach, ja, länger arbeiten kann. Wobei die Hopper stören mich hier eigentlich. Die brauche ich gerade gar nicht. So. Schaut ja schon mal gut aus. Eine kleine Arbeitsecke. Hier kommt dann die kleine Crafting-Ecke. Das passt. Hier können wir anschalten und wir sehen, hier speichert er Energie. Hier auch. Natürlich dauert das jetzt ein bisschen, bis die aufgeheizt sind. Dann produzieren erst die wirklich die volle Energie. So, hier lädt das auf. Wir bekommen nun Megajoule. Das kann auch nicht stimmen. Naja, hier ladet er auf. Das ist das Wichtigste. Gut. Mal schauen wir so. Sagen wir mal so, und jetzt müssen wir hinten noch Pipes machen. Die Frage ist auch, ja, wohin transportieren wir das? Am besten wäre es ja natürlich gleich ins Lager. Das heißt für uns, wir brauchen mal Pipes. Cobblestone Pipes, das hört sich mal gut an. Und wir brauchen Eisenpipes. Da sieht jetzt aus. Eisenpipes, ja. Da brauchen wir noch Glas. Wollen wir Glas hier bei Erde? So, zack, haben wir auch Eisenpipes. Die dienen dazu, dass man ja Items in gewisse Richtungen lenken kann. Wir aufpassen, ja, draußen ist eine Spinne, deswegen habe ich ja gesagt, so, müssen wir schauen, dass wir ja hier zumachen. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier hinten nach lang. Zack. Gehen wir noch mal schnell schlafen. Wenn wir hier rauskommen. Ach, Menno. Schnell ins Bett. Also wir gehen da hinten entlang. Weil wir müssen ja rüber ins Lager. Wobei ich vielleicht das Lager auch versetzen werde. So, jetzt. Klappt das anscheinend doch nicht. Doch, klappt. Hier müssen wir aufpassen. Ihr seht das hier jetzt schon. Enorm voll, die sind schon voll. Komischerweise sind die voll. Gut.
Können wir hier schon mal Items rein tun zum Testzweck, ob das wirklich funktioniert? Zwar machen wir hier mal Kupfer. Das hauen wir einfach hier rein. Der schmelzt das hier durch. Schalten wir an, damit das alles schön gebauert bleibt. Und wir sehen da, das schmeißt er hier rein und hier den Barren. Den kann er natürlich nicht rausschmeißen, weil er hier hinten nicht connected. Also da schmeißt das nicht einfach in die Luft raus. So schlau ist das System, dass es das nicht macht. So, ich will dann mal so hier. Fahren wir dann so entlang mal. Besten gleich hier ganz oben. Sag mal hier eigentlich. Warum haben wir. Ah, hier ist die Mauer, okay. Gut, so. Ja, ich sage mal hier, machen wir Pause und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dann. Ciao, Leute.